Moin Moin, hier ist Christian von The Malltech. Ich grüße euch. Ja, je später der Abend, umso schöner die Gäste oder umso breiter die Gäste. Hier ist wieder Chris von Distillery und wir möchten euch jetzt als Abschluss dieser kleinen Videotrilogie den Signatory Vintage Friendship Bottling Kleinlisch vorstellen. Davon gab es wie viele Flaschen? 602 nur. 602, Chris? Ja. Es wurde mit 54,2% abgefüllt und der Kleinisch durfte knapp 22 Jahre am Refill Sherry Butt reifen. Und er hat richtig schöne dunkle Sherry-Noten, das können wir schon mal verraten. Wir haben schon so ein bisschen länger hier stehen, damit sich das alles so ein bisschen falten kann. Ja, dann würden wir uns doch jetzt einfach mal den Nosing. Ja, ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern. Ja. Wirklich richtig schöne, tiefe, dunkle Sherry-Noten. Kommt direkt da in die Nase rein. Richtig schöne dunkle Brombeeren habe ich. Auch so eine Nussigkeit. Ja. Also man hat hier so einen schönen Studentenfuttermix hat man dabei. Bei der Frucht wäre ich schon jetzt eher bei Orange, so Blutorange. Ja, genau, nicht so normale, sondern richtig tiefe Blutorange, richtig tiefe Orangennoten. Aber diese Wachsigkeit, die man normalerweise bei kleinen Schatten hat, die habe ich jetzt gar nicht so, ne? Die nee. Wachsnoten. Also da ist der Sherry überdeckt hier wirklich alles. Trotz, dass es nur ein Refill-Bad ist, aber ja, gut, das Wasser hat fast 23 Jahre, ne? Also ja. Gebrannt wurde er. 21.11.1995 oder da kam er auf Quatsch, da kam er dann auf Flasche. Was sehe ich denn hier eigentlich für Quatsch? Also nochmal, ins Fass kam er 21.11.1995 und dann auf Flasche gezogen 16.10.2018. Also nicht ganz 23 Jahre. Man weiß sich natürlich immer, warum hat man diesen einen Monat nicht abgewartet, damit man 23 Jahre draufschreiben lassen. Das ist immer so eine Frage, ja. Aber die Master Distiller sagen, nee, jetzt genau ist er für mich perfekt, all das mir egal, jetzt muss er raus in die Flasche. Ja, aber das fasst es gut zusammen, was wir gesagt haben. Also tiefe Sherry-Noten, Nussigkeit, Brombeeren, Orangennoten, ein bisschen Schokoladennoten habe ich jetzt auch noch dabei. Ja, so. Diese typische dunkle Schokolade, ne? Die du öfters hast, ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin total neugierig, den jetzt endlich zu probieren. Geht eigentlich. Ja, ich bin, also der Geruch ist so betont. Haben wir eigentlich schon gesagt, warum das Friendship Bottling heißt? Nee, das hast du noch nicht gesagt. Weil es nämlich zwei Whiskyhäuser waren, zwei Whiskyhändler, die sich zusammengetan haben und diese Abfüllung dann rausgebracht haben. Welche Whiskyhäuser wollen wir jetzt gar nicht so groß nennen, um auch nicht Schleichwerbung zu bringen. Deswegen freuen wir uns einfach an den Tropfen. Ich glaube, Slange. Wow. Eine tiefe. Ölige, schöne Sherry-Note. Das ist wirklich ein würdiger Abschluss dieses Abends heute. Also das ist der erste Whisky, der aber so ein bisschen abraubt am Ende. Also schön kräftiger. Also 54,2% sind super eingebunden. Auf jeden Fall, keine Frage. Also, ich weiß nicht, ob man jetzt Wasser dazu nehmen müsste, weiß ich nicht. Kann man sicherlich? Nee. Könnte man natürlich. Aber gut, das wird jedem selber überlassen. Ja. Oh, echt schön. Kannst du stundenlang dort riechen. Ja. Dann kommt diese Blutorange hoch und dann die zusammen mit den Brombeeren. Aber
ein bisschen Wachs habe ich jetzt noch hierbei. Doch. Habe ich jetzt noch ein bisschen hierbei. Jetzt, also, aber kommt vielleicht auch nur davon, weil du es jetzt erwähnt hast. Ach, das hab ich hier erwähnt. Das hat man ja so oft. Wenn jemand sagt, ein Aroma da drin, dann konzentrierst du dich darauf, dein Kopf stellt dich so darauf ein und dann hast du es plötzlich dann auch dann in der Nase. Dann weiß man nie, ob hast du es jetzt wirklich in der Nase oder ist es jetzt nur Einbildung. Ja, das ist auch eine richtig schöne. Also ich würde jetzt nicht von einer Wachsnote sprechen. Jedenfalls, also das, was ich bei dem Distillers Edition hatte, da habe ich glaube ich einen 14- und 17-Jährigen mal probiert. Da hatte ich schon deutlichere Wachsnoten. Mhm. Also richtig Kerzenwachs. Was ich jetzt aber noch hierbei habe, ist sind schöne Gewürznoten, welche eigentlich überhaupt nicht in diese Jahreszeit jetzt reinpassen. Ich fühle mich gerade richtig an Weihnachten zurückversetzt. Genau, du hast so einen richtig schönen Fruchtkuchen, so einen Christmasstollen. Ja, super, ne? Also das sind so Tropfen, wenn man die im Glas hat, da kann man einfach nur schwärmen. Ja, und auch auf dem Gaumen ähnliches, was man auch in der Nase hat. Kräftiger, würziger Antritt. Und dann kommen sofort tiefe Sherry-Noten damit bei, Orangen-Noten, leichte Würznoten. Das macht schon großen Spaß. Also das ist ein Whisky der Extraklasse. Auch die Farbe, wenn man die jetzt mal sich mal anschaut, ja. Dieses tiefe, bernsteinfarbene, ne, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ja, toll. Wir möchten euch in diesem tollen Abend oder in diese tolle Nacht verabschieden. Wünschen euch noch ein schönes Wochenende und ja, mehr möchten wir gar nicht sagen. Nee, das stimmt. Von mir auch. Schönen Abend noch, schönes Wochenende. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.